Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben in der letzten Folge unser Feld besteckt und jetzt werden wir, wobei, haben wir Stühle? Nicht da drin? Haben wir noch ein paar Stühle? Nee. Okay, dann werden wir die 13 letzten Holzbretter da reinstecken. Und so. Dann machen wir das so. Dann kann das jetzt 10 Minuten lang noch laufen. Und in der Zwischenzeit werden wir noch ein bisschen Stein, Holz und Dingen sammeln. Clay. Hier, das muss sowieso alles noch weg. Und dann können wir auch irgendwann uns darum kümmern, dass was wollte ich sagen? Keine Ahnung mehr. Egal, wenn es wichtig ist, dann fällt es mir wieder irgendwann an ein. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt definitiv. Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Unglaublich. Können wir dann nicht irgendwie dagegen wirken? Athletik. Es fehlen 4. Das ist, naja, ne? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt definitiv Holz, Stein und Clay. Damit wir jetzt während der Nacht ein bisschen vorankommen. Das kann auch weg, das muss auch weg. Da werden wir uns auch noch drum kümmern. Aber all die Bäume hier im Umfeld unseres Wohnwagens muss weg. Schon wieder keine Ausdauer. So. Sind hier nicht vielleicht irgendwie irgendwo noch Nester? Ja, mit geht da. Das Athletik, der Athletik-Skill auch hoch, ne? Genau. Dann machen wir das jetzt ein bisschen so. Pflanzenfasern sind ja eh nicht schlecht. Genau. Ich schaue mir jetzt mal kurz an, wie schnell das weitergeht, Athletik. Athletik. Ah, das braucht schon seine Zeit, ne? So. Das muss weg. Das kann weg. Das muss weg. Dass hier unser Grundstück etwas sauberer wird, ne? Das sieht ja grausam hier aus. Ja, keine Ausdauer, I know. Ich glaube, das wird nichts mehr mit viel Stein und Clay sammeln, ne? Ich glaube, das wird nicht so wirklich. Keine Reifen rausbekommen. Schade. So, wir lassen das jetzt mal so sein. Wo ist jetzt hier? Da ist auch noch ein Clayfeld. Und ich habe keine Schaufel mehr. Das heißt, wir müssen uns sowieso noch eine Schaufel herstellen. Dann machen wir das sofort. Und rennen somit dann, währenddessen die Schaufel gecraftet wird. Hier hin. Du bist leer, dann bleibst du hier liegen. Soweit ist das ja jetzt nicht.
Genau. Das mit der Ausdauer nervt mich ein bisschen, ne? Ich bin froh, wenn wir das etwas hochgeskillt haben und uns um die Ausdauer weniger Sorgen machen müssen. Aber naja, jetzt gerade ist das halt noch das Problem, dass wir da wirklich sehr gut au drauf aufpassen müssen. Denn die ist so schnell weg. Und wenn wir halt keine Ausdauer haben und ein Zombie uns eingreift, dann kommen wir auch nicht gut von dem weg. Und dann trifft er uns auch mit größerer Wahrscheinlichkeit. Das ist dann auch wieder schlecht. Aber so jetzt gerade mit der Steinschaufel geht das mehr oder weniger okay. So. Genau. Yay, sehr gut. Ja, je nachdem werde ich mir wahrscheinlich den Skill einfach so kaufen. Mal schauen. Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Den Stein nehme ich mir noch mit. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Eisen. So. Ja. Denn Stein brauchen wir ja sowieso, um Cobblestone herzustellen, und deswegen brauchen wir auch den Clay. Genau, jetzt weiß ich auch, wieso ich das alles wollte. So. Ach, die wunderbare Ausdauer. Den Stein hier nehme ich noch mit. Und dann mache ich mich noch nicht auf den Weg nach Hause. Ich nehme noch ein bisschen Clay mit. Ich will genug haben, damit wir uns diese... Mir ist kalt. Wieso das denn? So, noch diesen Block hier und dann reicht das. Dann haben wir über 300 Kabel, Clay. Das muss okay sein. Du kommst mit. Ich bin zwar ganz zufrieden mit unserem kleinen Wohnwagen. Am nächsten Tag müssen wir uns unbedingt um einen Weg nach oben kümmern. So, das kann eigentlich so. Und dann Cobblestone. Kabel, Pflastersteine. Wie viele machen wir da? 250? Sekunde, 270. Dann kriegen wir 90 solcher Steinplattenblöcke hin. Die kosten ja 3, ne? Cobblestone. Und den Rest Cobblestone lege ich dann hier rein. Genau. Dann haben wir auch noch ein bisschen Stein über. Das hier kommt da rein. Papier und so kommt hier rein. Du kommst hier hin. Das kommt hier rein. Und es ist schon soweit. Die Nacht ist angebrochen.
So. Das kann hier rein. Du kannst hier. Wobei, das ist auch in der Forge drin. Dann können wir das hier reinsetzen. Genau. Wir brauchen unbedingt mehr Holz. Spikes. Neun Stück. Machen wir erstmal 8, dann sind wir bei 45. Dann haben wir auch noch ein bisschen Holz zum Arbeiten. Ja. Ja, viel Ressourcen haben wir gerade nicht mehr. Das ist schon. Das kann weg. Das kann weg. So. Das hier kann stehen bleiben. Das hier kann so bleiben, ja. Okay, da ich sowieso einen Zombie gehört habe. Das ist alles so dunkel hier. Wir müssen uns Fackeln machen. Ich habe 3 Tierfett. Okay. Das ist nicht viel, ne? Aber gut, dann machen wir das schon mal. Wir brauchen Stoff. Fackel. Wie viel Holz braucht das? Ein Holz, okay, gut. Komm schon, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. So. Nee, ne? Ehrlich jetzt? Die brauchen normales Tierfett. Wozu brauche ich denn jetzt Kerze? Ja, dann mache ich das so. Dann machen wir das so. Aber Angst. Mich stört gerade jetzt noch hier der Eingang. Da schlagen die ein paar Mal drauf und schon sind sie drinnen, ne? Und ich habe noch gar keinen Spikes oder so hier stehen. Das ist das, was mich gerade am meisten stört. Federn.
Aber das bringt gerade auch nichts. Ich habe kein Holz. Okay, 12 Federn könnte ich machen. So schlecht ist das gar nicht. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich setze dich dahin. Genau. Gut, ich denke, wir gehen hoch. Oder auch nicht. Wir haben halt gerade nichts zum... Ich hätte doch nicht so viele Spikes machen sollen. Wobei viele ist relativ. 45 ist eigentlich gar nichts. Das wollte ich eigentlich nicht verbrennen. So. Ich will jetzt hier noch kein Licht machen, weil ich Angst habe, dass das Licht die Zombies anlockt. Das würde ich dann machen, wenn alles zu ist. Also Cobblestone und so. Wobei, das ist ja auch durchgelaufen. Das heißt, ich kann mir jetzt Cobblestone, Flagstone machen, oder? Genau, dann haben wir 90 Stück. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das wird aber, glaube ich, nicht ausreichen für um den ganzen Wohnwagen. Ich glaube, das reicht noch nicht aus. Der ist. Wie hoch ist der? Wir sind hier auf der R, also gehen wir davon aus, dass noch zwei drunter sind. Dann sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wie groß ist der? Ja, nee, das. Das reicht niemals aus. Dann können wir schon mal eine Seite anfangen mit Absichern, aber ausreichen wird das definitiv nicht. Und Spikes technisch auch nicht. Wir kriegen vielleicht mit ganz, ganz viel Glück eine Reihe gezogen, aber das war's dann auch schon. Und das nur um den halben Wohnwagen. Das wird niemals ausreichen für den ganzen Wohnwagen. So. Und trinken wir das hier mal? Wir brauchen noch Pilze, um... um Dingens zu kriegen, ne? Um den Gemüseeintopf machen zu können. Ja. Gut. Ich verkrümel mich hierhin ins Licht. Jetzt versteht ihr, glaube ich, wieso ich die Nächte für euch überspringen will. Denn momentan gibt es halt wirklich nicht viel zu machen und... Ja, naja. Rausgehe ich definitiv nicht. Um das hier zu reparieren, wird teuer, ne? Da brauchen wir Reinforced Steel und... Stahl selbst. Und Stahl können wir uns noch lange nicht herstellen, oder?
Werkzeugschmied muss 6 sein, Waffenschmied auf 4 und Wissenschaft 3. Der muss auf 6 sein. Moment. Wenn ich für Level 4 schon 20 sein muss, das heißt Level 5 wahrscheinlich 30 und Level 6 dann 40. Da haben wir schon wieder Besuch. Naja, okay, solange sie nicht gegen meinen Wohnwagen schlagen, ist das ja okay. Den Zaun können sie von mir aus wegmachen. So. Scheiße. Lebst du immer noch? Ja, tatsächlich, die lebt immer noch. Dass die auch immer meinen Wohnwagen angreifen müssen. Der hat euch doch nichts gemacht. Den will ich jetzt aber tot sehen, ne? Wobei, wir bleiben jetzt hier oben. Falls jetzt wieder was Interessantes passieren sollte, werde ich euch hinzuholen. Ansonsten denke ich, werde ich hier die Nacht abwarten. Ja, Spiderschutz werden wir für die erste Horde eher nicht haben, ne? Ich hoffe einfach darauf, dass keine Spiders kommen werden. Wobei ich das eher schlecht sehe. Ich weiß jetzt nicht, Level 14, ist das gut oder schlecht für Tag? Welchen Tag haben wir? Tag 6. 123 Zombies gekillt, wir sind Level 14. Kein einziges Mal gestorben. Ich weiß halt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Beziehungsweise wenig oder viel. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass für die erste Horde schon Spiders dabei sein werden. Da irgendwie sagt mein Gefühl das. So, wir haben Tag 6, bald 4 Uhr. Ich werde hier jetzt kurz stoppen. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann definitiv um Holz kümmern müssen und um Cobblestone, damit wir uns hier die Hütte etwas absichern können. Dann werden wir uns auch das Feld nochmal anschauen, ob das irgendwie mehr oder weniger klappt, wie ich es mir jetzt vorstelle. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!